sind hier heute in Zürich auf dem Swiss Innovation Day von SAS, Swiss Hospitality Solutions. Und neben mir sitzt Patrick Vogel vom Märchen Hotel in Braunwald. Patrick, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Die allererste Frage, die ich dir stellen möchte, ist folgende: Der Name des Hotels verrät ja schon ein wenig, worum es geht. Möchtest du uns mehr verraten zu dem Konzept des Märchenhotels? Sehr gerne. Das Märchenhotel heißt so, weil wir jeden Abend Punkt 6 ein Märchen erzählen. Und das Märchen, das erzählt nicht eine Kinderbetreuerin, sondern das macht die Hoteldirektorin oder der Hoteldirektor persönlich. Und das waren früher meine Eltern und seit 10 Jahren machen das meine Frau und ich. Und immer Punkt 6, auch heute Abend, wird in diesem Hotel ein Märchen erzählt. Aber das ist natürlich nur ein kleines USP. Das Hotel ist für Familien mit Kindern spezialisiert. Statt Treppen gehen, gibt es Rutschen bei uns. Beim Aufzug hat es riesige Aquarien, die man bewundern kann, wenn man hochfährt. Und wenn das Kinderabendessen fertig ist, dann fliegen die Tische wortwörtlich zur Decke. Wahnsinn, das ist ein spannendes Konzept. Und zum Thema Hotelpositionierung, das sicherlich sehr wichtig ist, besonders mit diesem Produkt, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Faktoren, besonders mit Blick auf dein Hotel? Viele Hoteliers sind sehr zurückhaltend, wenn es um die Schärfung und die Positionierung vom eigenen Betrieb geht. Sie kennen ihre Stammkunden und sagen, wenn ich mich scharf positioniere, dann verliere ich einen Kunden. Und das ist richtig. Man verliert einen Kunden, wenn man sich stark positioniert, aber man wird von 2 anderen neuen Gästen gefunden. Und unter dem Strich geht die Rechnung schnell auf, wenn man zwar einen verliert, aber man gewinnt 2 zusätzliche Kunden. Und viele Hoteliers, auch explizit hier in der Schweiz, wagen diesen Schritt nicht und sagen, nein, ich möchte mich nicht zu stark positionieren. Ich bin lieber ein Gemischtwarenladen, aber dann ist die Herausforderung, dass ein Gemischtwarenladen einfach im Markt nicht mehr gefunden wird. Gut, ich verstehe. Und mit Blick auf die aktuelle Krise, rückblickend die letzten Monate, mit Sicherheit habt ihr es auch gespürt mit eurem Produkt. Gab es Anpassungen, die du vornehmen musstest in eurer Positionierung? Also was mir ganz geblieben ist, heute am Swiss Innovation Day, verschiedene Inputs und Referate, diese Situation ist hier, dass man wirklich auch Anpassungen und Änderungen machen kann, die man lange nicht machen wollte. Man hat immer andere Gründe vorgeschoben und gesagt, das können wir doch nicht anpassen. Und auch wenn das so hart klingt, Covid sollte auch eine Chance sein, gewisse Sachen von Bord zu werfen, auch wenn es vielleicht nicht einen direkten Zusammenhang hat mit dieser Situation. Es soll ein Neustart sein. Wir haben uns früher lange überlegt, ob wir ein zweites Standbein aufstellen sollen, wenn quasi das wegbricht. Und wir haben aber konsequent gesagt, nein, wir setzen auf die Positionierung Familien, sind heute froh, dass wir das gemacht haben, weil wenn man verschiedene Positionierungen hat, dann ist die Gefahr, dass man halt mit diesen Schlagwörtern nicht mit allen gefunden wird. Und wenn man aber sich klar auf etwas positioniert, dann wird das auch rumgesprochen, dann wird das auch gefunden bei Google. Und deshalb sage ich, es ist Positionieren, es ist Innovationen bringen und auch den Mut haben zu investieren. Bei uns, wir sind ein kleiner Familienbetrieb in den Schweizer Bergen, aber auch da muss man gewillt sein, große Summen in Ausbau und Investitionen zu tätigen. Danke, das sind gute Tipps auch für die Kollegen. Und du sprichst von Chancen, weil wenn du auf die kommenden Monate schaust, worauf freust du dich? Gibt es Faktoren, wo du sagst, da gibt es gute Aussichten? Also bei uns ist es so, die Schweiz ist ja sehr, ich sage jetzt mal, geteilt in so 2 Hauptfokusrichtungen. Das eine ist die Berglandschaften, die Bergdestinationen, die weniger stark auf internationale Gäste ausgerichtet waren. Und es gibt die großen Hotspots, die vor allem internationale Gäste hatten, weil die natürlich auf den klassischen Routen waren. Also da spreche ich von Zermatt, da spreche ich von Luzern, von Interlaken. Die haben in den letzten Jahren extrem profitiert, weil diese sind große Wachstumsmärkte gewesen. Und eher Graubünden, wir sind gleich zwischen Graubünden und Zürich. Wir zählen uns eigentlich geografietechnisch in der Ostschweiz und Graubünden, haben stark auf den Schweizer Markt gesetzt. Das hat zur Folge, dass wir in den letzten Jahren schwache Wachstumsraten hatten, zum Teil auch stagnierende. Aber das hilft genau jetzt im Umkehrschluss, weil sehr viele Schweizer natürlich jetzt ihren Urlaub in der Schweiz verbringen. Und wenn Destinationen, die schon einen hohen Anteil Schweizer Gäste haben, die hatten jetzt einen
nicht nur guten, sondern einen sehr guten Sommer. Und jetzt für unseren Betrieb, jetzt nicht für die Branche gesprochen, gehe ich sogar mittelfristig auch von diesem Szenario aus, dass auch der kommende Winter und auch eine nächste Sommersaison sehr gut sein wird, weil halt einfach die Alternativen fehlen. Also wichtig ist, man muss sich aber bewusst sein, irgendwann geht dieses Fenster wieder auf. Die Leute haben innerlich den Drang zu reisen, neue Sachen zu entdecken. Und wichtig ist, dass die Erfahrungen, die die Gäste jetzt gemacht haben, dass die nicht sagen, ich freue mich, dass ich wieder weg kann, sondern dass es gute Alternativen sind für auch den Zeitpunkt in der Zukunft. Das klingt gut. Eine gute Aussicht. Vielen Dank für deine Zeit, Patrick. Ich wünsche dir heute noch einen spannenden Tag, gute Gespräche mit den Kollegen und freue mich, wenn wir im Kontakt bleiben. Einen erfolgreichen weiteren Swiss Innovation Day. Dankeschön. Das gebe ich gerne zurück. Dankeschön.